Hi zum Video der Woche. Heute geht es einmal zum Banner in den Vorführraum. Ich habe mir gedacht, wir machen das heute mal ganz anders und werden mal gucken, was der Werner hier so macht. Jetzt sag mal, hallo Werner. Hallo Thomas. Hallo Filmfreunde. Werner, jetzt, ich habe mir gedacht, wir machen das heute mal so, du sagst uns, was du überhaupt so arbeitest, weil du sagst immer, du arbeitest zu viel, jetzt wollen wir auch mal sehen, was du so machst. Viel, viel. Also wir sind jetzt hier im Werner, sein Vorführraum, ihr seht, der Vorführraum sieht genauso aus wie der Werner, ganz klasse, alt und verhunzt, aber es ist okay. Entschuldigung. Alt und verhunzt. Also, dahin hängen. Autogramme von Heinz Rühmann, Theo Linge. Moment, ich zoome. Es ist tatsächlich so, er hat hier Original-Autogramme von alten Schauspielern. Das war noch die Zeit, da war er auch jung. Jetzt gehen wir wieder zu ihm. So. Also machen tue ich ja gar nichts. Weil wenn ich nämlich mal anfange, was zu machen, dann würde es eh nichts, dann wäre ich schon. Ergo mache ich erst einmal gar nichts. Ja. Aber was sieht man hier? Hier sieht man zum Beispiel zwei Bildschirme. Oh, Bildschirme. Muss ich gucken? Wir kriegen es drauf, ja, hier. Und was läuft bei uns so im Kino? Ghostbusters. Und Ghostbusters ist dieses Mal mit der jungen, hübschen Frau, mit Frauen. Ja. Der Film ist in einem richtig geilen 3D. Ja, ich habe mich gestern Abend noch mit Leuten unterhalten, die rausgekommen sind, und die waren begeistert. Die sagten, das war der beste 3D-Film, die geilsten Effekte, die sie jetzt gesehen haben. Also die waren richtig hopp und weg. Und wenn sie den Film noch einmal anschauen, weil sie so richtig meint, das ist wie Geisterbahn fahren. Wie sie aus dem Film raus sind, wie sie dich gesehen haben oder im Film? Ja, die wollten dann von mir auch noch Autogramme haben. Ja, ich dachte doch, ja. Dachten, ich gehöre zum Film dazu. Ja, das stimmt, aber da ist auch so ein alter Knacker drin. Ja, alter Knacker? Ja. Auf jeden Fall alles toll, alles gut. Und hier unser TMS, Theater Management System. Das halt nur ein richtiger Profi, so wie ich, bedienen kann. Ne? Ja, das macht Thomas, der arbeitet noch dran, aber ich bin wirklich zuversichtlich, dass ich es irgendwann mal drinnen einweihen kann in die hohe Kunst der niederen Software. Also du bist quasi hier zum Bürohengst geworden jetzt quasi? Hengst war ich schon vorher. Okay. Büro, ja, Büro. Gut. Was haben wir denn weiter im Programm, Herr Kambe, Herr Vorführer, Herr technischer Leiter hier? Siehst du, und da schauen wir jetzt mal in unsere Einschaltregelübersicht. Und was haben wir noch im Programm diese Woche? Einschaltregelübersicht. Wir haben natürlich die Bits, den Ice Age, das ganze halbe Jahr, Independence Day in 2D, in 3D, Smaragdgrün, Star Trek in 2D und 3D und den Tarzan. Also wieder ein richtig geiles Programm, oder? Ja, schöne Filme. Ja, sag ich doch. Schöne Filme in Farbe, in 2D und in 3D. Und in Stereo. In Stereo auch noch. Ja, haben wir auch. Du wolltest noch ganz kurz was erzählen zu Schweinskopf al dente. Genau, am Freitag. Ja. Haben wir dann Asoila da. Aber erst am 12. Nächste Woche? 12. Gut. Original. Zollköpfler, Säuler, Fessler, Party, alles abends zur Schweinskopf al dente ab 18 Uhr in diesem Theater. Das ist doch einmal eine coole Sache. Und du in Lederhosen. Das wäre immer noch überlegen. Ja, das wäre ganz recht, weil ich mich zum Affen machen. Nicht, dass den Leuten der Appetit vergeht. So. Wir verlassen dich jetzt wieder, Werner. Ja, gute Nacht und auf Wiedersehen. Wir hören uns wieder nächste Woche in diesem Theater mit Neuigkeiten. Neuigkeiten? Ganz jetzt, neue Neuigkeiten. Jetzt gehst du noch on Tour. Jetzt gehe ich on Tour, jetzt gehe ich ins Bierfest, weil jetzt ist nämlich Feierabend. Also gut, tschüssi.